Wegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Freistadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, kleinen Gürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Nur Sie und ich wissen, dass ein drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden erstickt. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es am Leben ausgerottet wird. Ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Anders kann man das nicht machen. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braun haben, Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht. Ich bin mit mir ins Verhör gekommen. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Dieses dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur. Jahrtausende. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten.
brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können sie unmöglich machen. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Wissen Sie, Munker, die westlichen Demokratien sind dekadent. Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Es ist viel einfacher, den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Doch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems durch den Tod, das ist eine Sache von Sekunden. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von weg? Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Es wurden viele Fehler gemacht, sagen Sie. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen drei mit Gürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Stein, ein versprengter Haufen, den sich mit Mühe verteidigen kann. Jorge. Sofort! Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braunheim meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte auch nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgeschrieben wird. Ich darf den Russen bei der Goldbach lebendig in die Hände fallen. Gibt es Neuigkeiten von Wenk und seiner Armee? Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wieder bekommen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Beck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie einen Kerl. Viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig.
Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Führer. Gut. Da glauben Sie, wenn ich schaue, tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin der Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungs. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ja, Himmler kollaboriert es davon. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus und wir werden etwas Ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wie viele tausend Stunden habt ihr beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Ich bin mit mir ins Rade gekommen. Das verraten! Ja, ich hatte recht, mich in meine Pläne einzureihen. Die Affen gehen Lustflocken. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Gutsche. Sofort! Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Ja, anders kann man das nicht machen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Mit dem Angriff Steiners. Das alles in Ordnung. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnantarmee vereinigen. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete, fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihn mit, der soll alles veranlassen, ohne. Wie bitte? Ach, Unsinn! Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Das ist sie noch immer. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten mehr. Was aus diesem Kampf übrig bleibt. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Gut schon. Sofort! Sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Das Leben vergibt keine Schwäche. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen.
Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Bombenangriffe auf unsere Städte machen Gutes. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hans ist. Bonzen. Überall Bonzen. Aber Himmler war stark. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Man merkt überhaupt nichts, der Tod tritt sofort ein. Das Leben vergibt keine Schwäche. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Na glauben Sie, wenn ich schaue tatenlos zu, bis diese Jugendschweine mich abboxen. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Bunker. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Himmler kollaboriert, er ist der Verräter. Meck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kaiser. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Das ist ein Geschwätz der Schweinekopf. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spiel verlieren. Sofort! Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Der Mann schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Mein Führer? Krebs. Es steht überhaupt kein Zweifel, er wurde fliehen. Wenn Sie zu kalt sind, ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Es wäre besser, er hätte bevor mich zu erschießen, dann ging mit dieser Kälte-Armee vorüber. Sie werden ihm doch zureden, abzufliegen, Herr Speer. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Dönitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Aber Himmler war stark. Er hat Verrat geübt. Die Logik der Verrat. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken.
Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Günther, sofort! Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus und in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Er wählt sich daran, sein Sieg am Ziel zu sehen. Es wird ein böses Herausforschen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berliner Brandstadt. Suchen Sie, ne? Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Auch auf die Gefahren nicht zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgehen. Sonst wird sie eingekesselt und aufgegeben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Wenn der Krieg verloren geht, ist das vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Was diesen Männern in Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle bedenkt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Alles Gute, ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es am Leben ausgerottet wird. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Wissen Sie, Monke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den strafgeführten Völkern des Ostens unterliegen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ja. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von weg? Zweitens, wann greifen Sie weiter an?
Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Die Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Goten sind gefallen. Werden und für immer unentdeckt sein. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greiming Goertze, 1000 der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Ich bleibe in der Hauptstadt. Beck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Das war meine Vision. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unabhängig. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Hören Sie zu, Kalte. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Stadt. Sofort zur Meldung. Erstens, wo sind die Spitzen von Beck? Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich verstehe Ihre Bedenken, Munk. Wenn er Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Ja. Viertens, wohin bricht die 9. Armee durch? Ausgezeichneter Mann. Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Dieser Versager, dieser Schmacher.
Fratzen. Die westlichen Demokratien sind dekadent. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Bombenangriff auf unsere Städte wäre noch ein gutes. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Es gibt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Das war ein Befehl! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlassen, irren Sie sich gewaltig. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass es ein Hirngespinst ist. Sofort! Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Dann entlösen wir die Westfront. Ich will sofort zum Bericht. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Ja. Das sind doch alles hohle Phrasen. Bringen Sie mir Fegelein! Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Anders kann man das nicht machen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Direkt auf den Bernadotte. Ist Verrat gegen die Natur. Trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete, er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen greifen. Es wird ein böses Erwachen geben. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin mit Fernstadt. Wir werden den Feind in einer riesigen Zusammenbewegung zerquetschen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden. Sonst wird sie eingekesselt und aufgelegt. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung.
In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Bombenangriff auf unsere Städte machen Gutes. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Sie und Klein müssen so bald als möglich aufbrechen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Dass in San Francisco und ihren Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsbetriebs. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Mein Führer, darf ich ihn zum Kurzen gratulieren? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Ja, ich hatte recht, nicht in meine Pläne einzureihen. Sofort zu melden. Erstens muss ich die Spitzen von weg. Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Dass diese Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwärts. Weil ich jede weitgreifende Operation unmöglich mache. Hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Sie sind ein großes Geniespiel. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht.
Verrat gegen die Natur. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endzweck. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Trampen jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Rotwaffen! Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Wir sind die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Meine Blondie tut ihnen nichts. Sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Wenn Sie zu kalt gehen, ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Trampen jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.